Der Christopher ist eine Kuh. Der macht nicht einfach Mu. Der Christopher, der hat Flecken. Okay, alles klar. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sims 3. Upsala, die Sims 3 Legacy Challenge. Ja. Oh, der Joke am Anfang, der musste sein. kennt ihr das? Oh nein! Oh nein, ich hätte gern Moni geheiratet. Kennt ihr noch dieses, die Paula ist eine Kuh? Sie macht nicht einfach Mu, diese Werbung? Ja. Mein Plan für heute ist, gute Wetter nutzen wir mal aus und machen ein Date. Wir machen ein Date Night. Ganz kurz style ich eben den jungen Herrn hier um. Okay, Date Night nicht ganz, weil wir haben erst sehr früh. Wir machen ein Date Day. Machen wir es so. Jo, dafür gehst du erstmal deine Freundin abschleppen. Schlepper deine Freundin. Mein Gott, kann ich auch mal treffen. So, jetzt schlepper deine Freundin ab. Dann mach mal ein Foto. Dann machst du nochmal einen Schlabberer. Und dann machst du ein bisschen Flirten. Und dann sagst du, ey Schnecke, lass mal eine Verabredung machen. Tschüss. Du Kuh. Und? Oh Leute, ihr seid zu fett, um in dieser Ecke allein zu stehen. Dieses Haus ist zu klein für so viele Leute. Wir ziehen aber jetzt nicht nochmal um. Dafür reicht das Geld nicht. Also ich find, momentan haben wir uns echt gut geschlagen mit dem Geld. Ich meine, jetzt haben wir auch noch eine Einnahmequelle, auch wenn diese Einnahmequelle nicht viel reinbringt, aber naja. Oh, so sweet. Njam. Oh, njam, 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 njam. Jetzt erstmal flirten. Oh. Mona. Ich hole gleich. Du machst mein Date-Day kaputt. Hätte das Drecksbaby nicht später kommen können. Oh Mann. Ja. Toll. Jetzt ist mein ganzer Plan versaut. Oh, bring die Olle ins Krankenhaus, ey. Wann das gibt's doch nicht. Moni. Brauch ein Foto. Stopp. Was ich gerade so überlegt habe, sollen wir einfach mal eine Hausgeburt machen? Warum nicht, oder? Dein Ernst, du guckst Fernsehen, während deine Frau hier ein Baby kriegt? Frau, Freundin. Oh, Moni. Oh. Unterstütz sie doch mal. Komm. Wir atmen. Atmen. Atmen, Moni, atmen. Geh nicht schon wieder Fernsehen gucken. Weh, du gehst schon wieder Fernsehen gucken. Alles klar. Los, Moni, du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Oh. Oh nein. Oh, es wird ein bisschen geschieht. Oh nein, Moni, los. Oh. Tut mir leid, dass ich ein Foto gemacht habe. Du schaffst das. Du schaffst das. Wir kriegen ein gesundes Baby. Eins reicht. Mona, eins reicht. Du kriegst es hin. Ein Baby ist okay. Kommt jetzt mal? Komm, mach mal ein bisschen schneller. Dauert es im Krankenhaus auch so lange? Moni, jetzt langsam müsstest du doch mal... das Baby müsste jetzt auch mal langsam kommen, ne? Ah, jetzt, Leute. Ein kleiner Junge! Oh! Wie nennen wir ihn denn? Paul? Nee, wir haben eigentlich irgendwas mit K, ne? Wir haben Katie, Catherine... Ey, kennt ihr einen Namen mit K für einen Jungen? Mir fällt gerade nur Kai ein, aber ich möchte keinen so einen normalen Namen. Contra-K. Ich google mal eben, Moment. So, ich habe jetzt gegoogelt. Kian, Kilian, Karl, Kai, Keanu, Kalle, Kamil, Klaus, Konstantin, Keno, Kasimir. Caleb wäre ganz cool, aber Caleb wäre dann... Wäre ja eigentlich mit C, ne? Ja, C, K. Caleb. Ja. Hätte man vielleicht auch mal schon mal richtig schreiben können. Caleb.
Okay. Yay. 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, wir haben ein Babyjungen. Oh, ich muss festhalten. Muss ich festhalten. Oh. 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 Oh, er ist blond. Oh, wie schön. Oh, Leute, wir haben ein Babyjungen bekommen. Oh, Caleb. Oh. Cool. So schön. Auch nur ein. Keine Fünflinge. Sehr gut, ich kaufe mal eben ein Bettchen. So, Caleb wird jetzt erstmal im Wohnzimmer quartieren. Aber wie gesagt, der kriegt ja noch sein eigenes Zimmer hier. Toll. Du warst die ganze Geburt lang am Fußball gucken. Geh, deiner Frau, gib ihr ein. Kurs, nee, kein risikoreiches Techtelmechtel. So schön. Oh, ein Baby. So. Wir gehen aber mit unserem Date-Day, machen wir weiter. Ah, Lara. So, jetzt aber. Jetzt bittest du deine Freundin bitte um eine Verabredung. Wir können ja auch einen Babysitter holen. Ich weiß, schlechte Mutter, erst geboren und jetzt direkt schon weg. Aber Mona braucht das jetzt. Oh, super. Ich unternehme gern etwas. Man, wo sollen wir hingehen? Wir gehen jetzt erstmal essen. Ich such's Moment. Ich habe gefunden. So, jetzt gehen wir erstmal essen. Wir machen uns jetzt erstmal einen schönen Tag. Du hast ein Baby bekommen, beziehungsweise ihr habt euer Baby bekommen. Oder? Du bist doch der Vater, ne? Ja. Ihr habt euer Baby bekommen. Jetzt macht ihr erstmal einen schönen Tag. Ihr zwei Turteltäubchen. Wow. Moni. Moni Macaroni. Du siehst echt. Wow. Mit dieser hohen Schlitz. Menschen, Skinner, ey. Verführ den Christopher sonst nicht. Sonst. Wir wissen ja, du bist ein bisschen sehr fruchtbar. Mona Macarona. Not bad. Not wow. Guck mal, wie sie aussieht. Super schön. So, die beiden sind angekommen. Oh, schaut, wie schön die beiden aussehen. Oh. Ihr zwei Sweeties. Ihr seid so hübsch, vor allem Mona. Boah, ich habe total vergessen, wie sexy sie aussieht. So, gut, dann fräselt euch mal hier schön was. Ihr seid beide arbeiten. Nee, du gehst gleich arbeiten, ne? Ja, dann geht doch jetzt schon mal arbeiten. Ja, du kannst ein paar Kollegen treffen. Du kannst vielleicht, ja, du triffst auch ein paar Kollegen. Ihr esst schön. Oh, die beiden haben auch gegessen und jetzt machen wir es ein bisschen romantisch. Die Sonne ist ja noch da. Das heißt, wir machen mal was Schönes. Wir gehen mit Moni an den Strand. Und zwar hier hin. Und ich glaube, ihr wisst schon alle, worauf ich hinaus will. Schnell, bevor die Sonne untergeht. Super. Wow, Mona sieht so gut aus. Dieses Kleid ist wow. So, mein lieber Herr, dann machst du doch mal ein bisschen küssen. Ein bisschen verliebt umarmen. Ein bisschen flirten, ein bisschen Blumen geben. Oh, ihr seid so süß. Das war ja ernst, der da hinten. Da, geht mal weg. Oh, so süß. Was ist denn hier los? Was ist das? Wer klatscht hier? Oh.
Ihr seid so süß. Oh. Ihr seid so sweet. Leute, wo ist es? Wo ist es? Massieren. Nee. Massieren. Wangen streicheln. Oh, ihr seid so süß. Dreh dich um, Mauni. Ich massiere deinen Rücken. Oh. So schön, die beiden. Was hüpft denn da aus dem Wasser? Zerstört nicht meine romantische Stimmung. Oh. Ist es soweit? Warum ist es noch nicht so weit? Komm schon. Ist es soweit? Jetzt ist es soweit? Oh! Oh! Es ist soweit! Oh mein Gott, es ist soweit! Ich freue mich so! Oh mein Gott, Leute, ich freue mich so! Oh, Moni kann endlich heiraten! Oh! Oh! Da! Ja. Oh! Warum habt ihr euch nicht hierhin gedreht, ihr Idioten? Oh Leute, das ist so süß. Oh. So schön. Oh, das ist so schön. Guck mal, wie glücklich sie ist. So süß. Ja, Glückwunsch, toll. Ja, oh, herzlichen Glückwunsch, man ist verlobt. Oh. Ja, schön. 5 Tage, oh Gott. Oh. Also so schön. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so für die beiden. Zusammenziehen. Bist du bescheuert? Die wohnen schon zusammen. Ja. Oh. So schön. Toll. Toll. Mann, warum ist das denn immer da? Gut. Dann freue ich mich, dass ihr euch jetzt verlobt habt. Und dann könnt ihr von mir aus gerne noch vielleicht in einen Film gehen. Filmset besichtigen. Ja gut, dann besichtigt halt nur das Filmset. Oh, so schön. Sehr gut, dann hatten wir eine Geburt und einen Heiratsantrag. Mensch, so viel. Was macht ihr, Mädels? Du bist zu Hause, machst Hausaufgaben und du? Du bist noch arbeiten, okay. Sehr gut, mach ruhig deine Hausaufgaben weiter. Und ihr müsst immer noch, ich glaube am Donnerstag ist doch der Schulball, oder? Du fragst jetzt einfach mal Sam. Ja, hieß doch Sam, oder? Ja. Du fragst jetzt einfach mal Sam, ob er mit dir auf den Schulball geht. Lad den mal ein. Ihr könnt ja Bowling spielen oder sowas. Und dann fragst du, hey. Nee, Donnerstag geht nicht. Donnerstag ist Feiertag. Dann Freitag?
Ach, keine Ahnung. Du lädst ihn auf jeden Fall ein. Warum ist es so komisch bewölkt? So, frag ihn mal. Kann er? Ich glaube, er kann, oder? Ruf ihn 3 Stunden nochmal an. Warum so spät? Wir haben doch noch gar nicht Gruseltag. Wir können auch noch gar keine Scherze machen, ey. Dann zieh halt einfach was an. Dann fragen wir ihn morgen nochmal. Dann ist er auch ein bisschen früher. So. Dann kannst du mal duschen gehen. Jupp. Perfekt. Perfekt. So, so süß. Frisch verlobt. Oh. Gut, dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle mit unserem schönen, süßen Caleb, der einfach blonde Haare hat. Hallo, du Baby. Was? Sprich mit Mann und Mann und überzeug ihn. Ja. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mache das Zimmer von dem Caleb vielleicht jetzt, vielleicht auch später, vielleicht auch zusammen. Ich weiß noch nicht. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüssi.